Kommen wir zur Übung Nummer 4. Hier geht es darum, einmal echte Zeitwerte zu verwenden. Ein echter Zeitwert zeichnet sich dadurch aus, dass hier Datum und Uhrzeit in Kombination angewendet werden. Bisher haben wir beides mal nur getrennt betrachtet, also entweder das Datum oder die Uhrzeit. Und hier betrachten wir das Ganze einmal in Kombination. Deswegen nochmal ganz kurz zu dem theoretischen Hintergrund, für den Fall, dass Sie jetzt die anderen, die vorangegangenen Übungen übersprungen haben, was ich nicht empfehlen würde. Dann zeige ich nochmal ganz kurz, ohne mich jetzt zu sehr ins Detail zu verlieren, wie sich so ein Zeitwert zusammensetzt in Excel. Dazu gehe ich einfach mal, habe ich mal was vorbereitet. Ich habe hier mal ein paar Datumswerte eingegeben. Sie können Datumswerte direkt eingeben, indem Sie einfach hier die entsprechende Notation verwenden, zum Beispiel 1.1. für den Monat, dann sagen wir in Jahr 2015 und dann noch dahinter die Uhrzeit, zum Beispiel 12:36 und 15 Sekunden. Und wenn Sie auf Enter gehen, das Ganze wird rechts eingerückt, dann sehen Sie, aha, okay, er hat das Ganze als Datum erkannt. Er rechts einrücken steht eigentlich für Zahl, das heißt, die interne Codierung wäre dann in Form einer Zahl. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir, das Ganze ist hier formatiert, auch benutzerdefiniert, also tut das quasi automatisch dann auch so entsprechend formatieren, wie Sie das Datum eingeben, sofern Sie ein gültiges Datum eingeben. Ein nicht gültiges Datum erkennen Sie, indem wir das Ganze eben nicht rechts einrücken, sondern links stehen bleibt. Das wird dann nicht als Datum erkannt. Hier steht dann quasi auch Standard drin, aber das ist dann für ihn eigentlich eine Art Text. Weil das kann er im Prinzip nicht interpretieren. Sie können ein nicht gültiges Datum auch eingeben, indem Sie einfach hier noch eine Millisekunde dranhängen. Ja, das bleibt dann auch links stehen, das ist dann kein Datum mehr. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was verbirgt sich wirklich hier dahinter. Dazu gehe ich hier mal, markiere mir das Ganze, gehe hier auf Ist gleich und sage, hol mir das mal rüber. Steuerung Enter. Und hier habe ich einfach mal den Datentyp Standard ausgewählt. Und jetzt zeigt er mir an, was er in Wirklichkeit dann hier macht. Also man sieht hier, das ist offenbar kein gültiger Datumswert. Das wäre ein gültiger, wird rechts reingerückt, wird entsprechend als Benutzer definiert, formatiert eingestellt, weil ich hier ein Datum eingegeben habe. In Wirklichkeit wird dieser Wert dann abgelegt. Ja, die dasselbe, also die interne Codierung erfolgt dann in dieser Form. Das sind die Werte, mit denen Excel dann intern arbeitet, auch wenn er es dann so formatiert darstellt. Und hier sieht man wieder, es ist wieder kein gültiger Datumswert. Der bleibt dann einfach so, wie er ist. Das ist jetzt hier die 0, die können wir hier auch mal rauslöschen. Und hier sehen wir auch, das wird nicht als gültiger Datumswert akzeptiert, weil die Uhrzeit im Prinzip nicht gültig ist. Wenn ich hier mal reingehe und hier die Millisekunden abschneide oder entferne, dann haben wir wieder einen gültigen Datumswert. Und ja, für was steht die Zahl? Wie kommt die zustande? Wie gesagt, ich habe da schon zwei Übungsbeispiele dazu gemacht. Ich möchte hier noch ganz kurz darauf eingehen. Und man sieht hier, es läuft ein interner Kalender, der geht am 01.01.1900 los. Und dafür steht die 1, das beginnt mit der Zahl 1. Und dann werden einfach die Tage weitergezählt. Ja, der zweite erste wäre dann der Tag 2, der dritte erste der Tag 3. Und dann haben wir hier zum Beispiel seit den 01.01.01. sind bis zum 21.05.2019 43.606 Tage vergangen. Ja, das kann man auch noch weiterführen. Der Kalender ändert irgendwo in der Zukunft. Ich glaube, das ist hier das Enddatum, wäre dann der 31.12.9999. Ja, endet sehr weit in der Zukunft, geht dafür nicht allzu sehr weit in die Vergangenheit zurück. Da kann man sich streiten, ob das so sinnvoll ist oder nicht, aber es ist nun mal so. Das heißt, dieses Datum dann wäre dann nicht mehr gültig, weil es dann quasi außerhalb des Kalenders liegt. Das heißt, die Zahlen vor, also die interne Codierung ist durch diese Dezimalzahl und der ganzzahlige Anteil dieser Dezimalzahl bzw. der Anteil vor dem Komma ist im Prinzip nichts anderes als die Tage abgezählt seit 01.01.1900. Und das wird entsprechend so dargestellt. Hier sehen Sie auch, warum man das nicht beliebig in die Vergangenheit und in die Zukunft legen kann. Ganz einfach deshalb, weil natürlich hier der Speicherplatz nicht beliebig groß ist. Ja, und irgendwann sind einfach die Zahlen dann zu groß. Wie kommt die Uhrzeit zustande? Die Uhrzeit wird ausgedrückt durch den Gleitkomma-Anteil hier dahinter. Also die Anteile nach dem Komma steht dann für die Uhrzeit, also 12 Uhr wäre dann 0,5. Machen wir hier mal 18 Uhr, ja, das wäre dann 0,75. Und
Ja, vielleicht 0 Uhr können wir hier nochmal machen zum Spaß. Na, das wäre dann gar nichts. Und 24 Uhr wird dann quasi theoretisch für einen Tag stehen. Machen wir mal 24 Uhr rein. Da kommt dann einfach noch ein Tag hinzu. Hier müssen wir natürlich jetzt, das ist, ach so, das ist für Excel keine gültige Zeit. Deswegen kommt man mit der Formatierung dann nicht klar. Also 24 Uhr ist normalerweise einfach ein Tag, da ist ein Tag vergangen. Ja, und das heißt, er rechnet im Prinzip immer nur dann durch 24. Damit können Sie Uhrzeiten quasi eingeben. Ich könnte das auch manuell erzeugen, indem ich ja einfach sage, ich gebe einfach ein 12 durch 24, da komme ich auf 0,5. Aufpassen, ich habe eine falsche Formatierung eingestellt. Standard. Hier ist auch ein Fehler, also ist gleich 12 durch 24. Jetzt hat das 0,5. Dann, sag mal, 18 durch 24. Na, müssen wir so machen, durch 24. Ja, 0,75 und so weiter. Sie können das Ganze noch weiter treiben, nicht nur über die Stunden, sondern auch über Minuten und Sekunden. Wenn Sie zum Beispiel 30 Sekunden haben wollten, dann geben Sie einfach ein, ist gleich 30 durch 24 durch 60. Damit bekommen Sie auf 30 Sekunden. Um das sichtbar zu machen, genügt es einfach dann hier auf Uhrzeit zu gehen. Und hier haben jetzt die 30 Sekunden. Das können wir natürlich auch mit Sekunden noch machen. Machen wir das auch noch mit Sekunden. Zum Beispiel 15 Sekunden wäre dann ist gleich 15 durch 24 durch 60 durch 60 wäre dann 15 Sekunden. Und last but not least können wir auch mal eine komplette Zeit eingeben, sowohl Stunden, Minuten und Sekunden. Das müssen Sie dann so machen. Zum Beispiel ist gleich 12, oder sagen wir mal als andere Zahl, 6 durch 24. Also das wäre dann 6 Uhr plus 6:30 Uhr wäre dann 30 durch 24 durch 60. Und 15 Sekunden wäre, oder gut, haben wir schon gehabt, das 20 Sekunden, also plus 20 durch 24 durch 60 durch 60 wäre dann diese Zeit. Und tun wir das mal übertragen. Das wären dann 6:30 Uhr und 20 Sekunden. Ja, so können Sie das machen. Natürlich machen das die wenigsten, dass Sie das so eingeben. Sie geben das dann einfach so ein, indem Sie einfach sagen 6 Doppelpunkt 30 Doppelpunkt 20. Und dann rechnet sich das im Excel einfach automatisch aus. Ja, wie Sie sehen, kommt ja dasselbe raus. Ja, so viel zur Uhrzeit. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt beides miteinander kombinieren, die Zahl vor dem Komma steht für die ganzzahlige Anteil steht für die Tage und der Dezimalanteil entspricht dann im Prinzip die Zeit. Und so wird dann quasi ein echter Zeitwert gebildet hier in Excel. Das wollen wir hier mal anwenden. Zunächst haben wir jetzt hier einfach mal ein paar Formatierungsübungen. Das heißt, wir wollen hier den Zeitwert an sich unverändert lassen. Wir wollen ihn nur anders darstellen, um nochmal die Formatierungsbefehle uns anzuschauen für echte Zeitwerten. Zunächst werde ich hier mal einfach diesen Zeitwert in die übrigen Zellen reinkopieren bzw. verlinken. Dazu gehe ich hier, markiere ich mir einfach die Zellen, gehe dann hier auf ist gleich und sage, dieser Wert soll diesen hier entsprechen. Dann Steuerung Enter und jetzt, oh, jetzt habe ich die Formatierung schon drin. Das sollte ich vielleicht nochmal löschen. Die Formatierung, gehe also hier auf Formatieren und sage hier Standard. So, jetzt habe ich überall dieselbe Formatierung. Und wir wollen jetzt hier einfach mal das entsprechend formatieren. Hier vorne wollen wir das gesamte Datum sehen, also Tag, Monat, alles zweistellig bis zur Uhrzeit, bis hin zu Sekunden. Markiere mir also hier diesen Bereich, gehe jetzt hier auf Weitere. Gehe dann hier auf Datum und vielleicht finde ich hier was Passendes. Naja, es geht hier nicht ganz, aber vielleicht bei der, also das Datum, aber warum bei der Uhrzeit? Gehen wir mal auf Datum. Gibt es da was? Naja, zweistellig zwar nicht wirklich, aber wir können einfach das nächstbeste nehmen. Dann gehen wir auf Benutzer definiert und passen uns das einfach noch an. Damit Sie das besser sehen, mache ich vielleicht mal die Lupe an. So, und ich möchte das hier zweistellig haben, also einfach noch ein T hinzufügen. T steht für Tag,
Den Monat möchte ich auch zweistellig haben, also MM. Aufpassen, da gibt es noch weitere Abkürzungen, die schauen wir dann später an. Und das Jahr möchte ich vierstellig haben und die Stunde möchte ich auch zweistellig haben, also Doppel-H und Doppelpunkt, dann SS steht für Sekunde. Wichtig ist nochmal der Hinweis, Klein-M steht für Minute und Groß-M für Monat. Ja, das ist, das sollen Sie nicht auseinanderhalten, vor allem wenn Sie sich hier mit S Zeitwerten auseinandersetzen, wobei die in Kombination vorkommen. Gehen wir auf OK und machen die Lupe wieder aus. Und hier wäre jetzt das Ganze als Datum dargestellt. Hier wollen wir den Excel-Datumswert mal stehen lassen, um uns immer in Erinnerung zu rufen, dass das die eigentlichen Werte sind, mit denen hier Excel arbeitet. Und hier wollen wir quasi nur den Tag darstellen mit noch so einer Zusatzinformation, also wo auch Tag steht und noch die Stunde. Und wie geht das? Auch solche Spielereien lassen sich über die Formatierung erledigen. Ich empfehle immer, wenn Sie in der Formatierung eine Vorschau haben, dass Sie sich hier in Bereiche auswählen, wo auch Werte drin stehen, die Sie formatieren können. Ich zeige nochmal die Variante ohne Vorschau. Geht es hier auf Weitere. Mir ist klar, dass dafür gibt es keine Vorlage für solche Spielereien. Dann gehe ich auf Benutzer definiert und baue mir einfach jetzt selber hier die entsprechende Formatierung zusammen. Ich möchte also hier den Tag sehen. Gegebenenfalls auch einstellig, also ein großes T. Dann kommt Leerzeichen, dann, ach, ich mache die Lupe noch an, damit Sie das besser nachvollziehen können. So, dann kommt Leerzeichen, dann kommt in Anführungsstrichen Punkt, dann Tag, dann Komma, Leerzeichen, Anführungsstrichen schließen. Wir sehen hier oben eine schöne Vorschau. Dann wieder Leerzeichen und jetzt möchte ich hier die Stunde haben, also H. Dann wieder Leerzeichen und 19. Stunde, zum Beispiel so, und schließen das Ganze. Das wäre jetzt der 7. Tag, 19. Stunde. Schauen wir auf die Vorschau. Achso, und die Stunde wird hier mit H abgekürzt. Also machen wir hier ein H rein. Und gehen auf OK. Und machen die, ich mache die Lupe wieder aus. Und so wäre jetzt hier die Formatierung. Wichtig ist, der Wert bleibt unverändert, wir zeigen ihn nur anders an. Hier nochmal das Ganze etwas komplizierter. Es ist der 7. Tag im 11. Monat des Jahres 1947. Also auf solche Spielereien gehen, machen wir das hier nochmal schnell. Übrigens, wenn Sie jetzt hier die gesamte Spalte auswählen würden, würde das auch funktionieren. Sie hätten dann noch keine Vorschau. In dem Fall, dadurch, dass es doch ein bisschen komplizierter ist, brauche ich die Vorschau. Deswegen tue ich nicht die ganze Spalte auf einmal markieren, sondern markiere hier nur die Zellbereiche, die auch wirklich dann Werte haben, die man auf diese Art und Weise formatieren kann. Gehe jetzt hier auf Weitere. Wähle jetzt wieder Benutzer definiert aus. Mache die Lupe an. Und muss jetzt hier ein bisschen mir das zusammenschieben, damit ich das besser sehen kann. So, es ist also einfach mit Lupe zu arbeiten. Okay, jetzt habe ich es. Und schreibe jetzt hier meinen Text rein, also in Anführungsstrichen, es ist der, jetzt kommt Tag, dann wieder Leerzeichen, Punkt, Tag im, dann kommt Leerzeichen, Monat, Groß M, Leerzeichen, Punkt, Monat des Jahres, dann wieder an Leerzeichen, Anführungsstrichen, beziehungsweise wir können es auch so machen, hier ein Leerzeichen, das kommt das Jahr 1977, dann wieder Leerzeichen, Anführungsstrichen, um, jetzt kommt die Stunde, Anführungsstrichen, Uhr, dann die Minute und Minuten, Anführungsstrichen, Leerzeichen und 51 Sekunden. Hier haben wir schön die Vorschau und wenn das soweit passt, gehen wir auf OK, machen hier die Lupe wieder aus und nicht erstrecken, wenn das so aussieht. Einfach, das ist einfach die Spaltenbreite zu gering, um diesen langen Text darzustellen. Einfach Doppelklick zwischen die beiden Spalten macht, da passt das automatisch die Spaltenbreite an. Und hier wäre jetzt unser dargestellte Text.
Wie gesagt, wir tun ja nur formatieren, das heißt, die Werte in den Zellen bleiben davon unverändert. Wenn ich hier nochmal alles markiere, dann hier auf Standard gehe, dann sehen Sie, das sind immer noch dieselben Werte, sie werden einfach nur anders dargestellt. So viel zur Formatierung. Nachdem wir die Zeitdaten formatiert haben, wollen wir sie konvertieren. Das heißt, jetzt werden sie wirklich verändert, jetzt werden sie umgewandelt in andere Datenarten. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier nur das Datum alleine haben. Dafür gibt es zwei Varianten, wie man die Sache angehen kann. Die eine ist, Sie machen das über die Funktion Datum. Das mache ich gleich mal vor, gehe jetzt hier rein, gehe dann auf Formeln, rufe hier die Funktion unter Datum und Uhrzeit die Funktion Datum auf und mit der Funktion Datum kann ich mir quasi aus ein Datum zusammenbauen. Dazu brauche ich einfach nur hier das Jahr eingeben. Zum Beispiel 2007, dann den Monat 10, den Tag 11 und dann erzeugt mir hier das nächst passende gültige Excel-Datum. Das wäre jetzt der Excel-Code dazu. Ja, alle Tage gezählt ab 01.01.1900 bis zum 11.10.2007. Ja, und diese Methode kann ich auch anwenden, um jetzt hier aus diesem Zeitwert nur das Datum zu extrahieren. Dazu ziehe ich mir einfach die einzelnen Bestandteile hier aus diesem Zeitwert heraus, also das Jahr, den Monat und den Tag und baue einfach ein neues Datum zusammen, was dann keine Uhrzeit mehr enthalten kann, weil die Information ziehe ich mir ja nicht raus, zumal auch diese Funktion Datum nur ein Datum liefert ohne Uhrzeit. Also geben wir jetzt hier ein, rufen wir das die Funktion Jahr auf, die extrahiert mir aus diesem Zeitwert nur das Jahr. Jetzt habe ich mich hier verklickt, muss mal auf Escape gehen. Also ist gleich Datum, Klammer auf, Klammer zu. Und geht's, was macht er jetzt hier? Datum ist gleich Datum. Assistent, jetzt haben wir. Rufe die Funktion Ja auf, Klammer zu. Klicke in die Funktion Ja rein. Jetzt aufpassen, den Fehler, den ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe jetzt hier gleich reingeklickt, ich muss vorher hier reinklicken. Jetzt kann ich den Parameter setzen. Hier blinkt mein Cursor auf und weise jetzt hier diesen Zeitwert zu. Könnte auch diesen nehmen, ist völlig egal, sind ja eh dieselben. Jetzt macht er das schon wieder, das gibt es ja nicht. Also klick hier rein und dann hier rein. Jetzt hat er es. Man sieht ja, es kommt das Datumswert an, oder dieser Zeitwert besser gesagt, also Datum und Uhrzeit, und er zieht sich hier das einfach das Jahr aus Zahl heraus. Gehe zurück in die Funktion Datum, kopiere mir das einfach jetzt hier, um Zeit zu sparen, benenne das einfach in Monat um. Dabei spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle. Sie müssen hier darauf achten, dass Sie es richtig schreiben. Und hier nochmal Steuerung V und das ist der Tag. Wir sehen, wir ziehen uns hier die einzelnen Bestandteile Jahr, Monat und Tag hier aus diesem Datum heraus und bauen hier ein neues Datum zusammen und damit erzeugen wir im Prinzip einen Datumswert ohne den Uhrzeitanteil. Das ist natürlich ein bisschen mühsam, das so zu machen. Es gibt eine elegantere Variante, in der ich einfach mit der die Tatsache zunutze mache, dass ja normalerweise hier mit diesem Zahlencode gearbeitet wird. Ja, wir erinnern uns, dass der ganzzahlige Anteil vor dem Komma im Prinzip das Datum darstellt. Und das, wenn ich das Ganze mathematisch betrachte, brauche ich ja nichts anderes machen, um das Datum zu extrahieren, denn ich hier hinten einfach die Komma-Anteile einfach abschneide, beziehungsweise mir hier den ganzzahligen Anteil aus diesem Zeitwert, also aus diesem Zahlen, dieser Dezimalzahl heraushole. Und das macht die Funktion Ganzzahl. Gehe also auf Mathematik und Trigonometrie, rufe die Funktion Ganzzahl auf, ja, übergebe hier ihr meinen Zeitwert und wir sehen hier, es kommt der Zeitwert an, also Datum und Uhrzeit und es wird nur der ganzzahlige Anteil herausgeholt und damit habe ich auch das Datum extrahiert und die Methode finde ich persönlich angenehmer. Sie ist jetzt kürzer und geht wesentlich schneller. Ich habe mir einfach zunutze gemacht, dass ich es hier um eine Dezimalzahl handle und kann natürlich das Ganze auch mathematisch betrachten. Also man kann es ja sowohl als Datum und Uhrzeit betrachten oder halt mathematisch, je nachdem, was aus meiner Sicht am besten geeignet ist. Hier wollen wir uns die Zeit rausholen.
also die reine Uhrzeit ohne Datum. Und das kann man auch wieder etwas komplizierter machen, indem man ja die Funktion Zeit aufrufen. Die Übersetzung finde ich etwas ungünstig, weil Zeit impliziert aus meiner Sicht einen echten Zeitwert, aber gemeint ist ja eigentlich nur die Uhrzeit. Ja, das ist ein bisschen unschön übersetzt, bedauerlicherweise. Aber dann müssen wir halt ins Leben gehen, das hier auf Zeit und können hier, ähnlich wie wir es beim Datum gemacht haben, hier eine Uhrzeit zusammenbauen. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig, weil, wie ich Ihnen eingangs gezeigt habe, kann man natürlich auch eine Uhrzeit selber berechnen, wenn man sich über die mathematischen Hintergründe weiß. Und daher ist die Funktion Zeit eigentlich nicht wirklich notwendig aus meiner Sicht, aber in dem Fall kann man sie verwenden, um jetzt hier das Datum, die Uhrzeit zu extrahieren. Ruf also jetzt hier die Funktion Stunde auf, Klammer zu, klicke jetzt hier rein, dann hier rein und weise hier den Zeitwert zu. Man sieht, er zieht jetzt hier daraus die Stunde. Und so kann ich mir jetzt meine weiteren Anteile herausziehen, die ich brauche. Ups, da habe ich hier Steuerung V gemacht. Nicht Steuerung C, sondern Steuerung V ist natürlich blöd. Also hier Stunde. Dann kopieren wir das mit Steuerung C, fügen das ein mit Steuerung V, machen daraus aus der Stunde hier eine Minute. Und nochmal eingefügt und hier eine Sekunde. Ja, man sieht ja schön, ich ziehe mir quasi hier aus dieser Uhrzeit die einzelnen Bestandteile raus. 19 für Stunde, 54 für Minute und 20 für Sekunde. Baue hier eine neue Uhrzeit zusammen, sieht man hier. Und würde auf diese Art und Weise hier eine Uhrzeit erzeugen. Und das wäre jetzt die Uhrzeit ohne den Datumsanteil. Ja, wenn Sie hier reinklicken, dann sehen Sie hier quasi dasselbe wie hier, nur halt ohne den ganzzahligen Anteil, beziehungsweise ohne das Datum. Ja, das kann man natürlich auch ohne die Funktion Datum machen, das ist eben das, was ich meinte. Ja, theoretisch kann man die Funktion Datum auch weglassen. Man kann sich das selber ausrechnen, indem ich einfach, das lässt sich einfach umrechnen. Nee, man kann die Funktion Zeit weglassen. Ja, gemeint die Funktion Uhrzeit, die Funktion Datum lässt sich nicht so ein weiteres weglassen, weil das kann man nicht so leicht umrechnen, aber die Zeiten lassen sich leicht umrechnen. Ich hätte denselben Effekt auch erreichen können, indem ich einfach hier sage, ich gehe auf ist gleich und rechne zunächst die Stunden aus, indem ich sage ist gleich Stunde, ziehe mir hier die Stunde aus meinem Zeitwert raus und rechne jetzt in Excel-Stunde um, wäre jetzt durch 24. Wäre jetzt die Stunde, haben wir jetzt hier 19, jetzt können wir das weiterführen. Ich kopiere es einfach jetzt mal wieder, um Zeit zu sparen. Ist gleich, dann plus, dann hier die Minute, dann durch 24, durch 60. Ja, da hätten wir jetzt die Minuten drin und die Sekunde. Kopieren wir das hier schnell. Also plus, Sekunde und dann hier nochmal ein 60 hinten dran. Und das wären jetzt hier die Sekunden. Ja, das ist, was ich meinte, wo ich sagte, ja, okay, die Funktion Zeit braucht man eigentlich nicht wirklich einen Unterschied zur Funktion Datum, weil man kann das eigentlich auch mathematisch machen. Aber natürlich wäre in dem Fall die Funktion Zeit schneller, als es einfach umzurechnen. Aber dennoch ist es hilfreich, wenn man um die mathematischen Hintergründe weiß und das auch berechnen kann. Ja, das ist normalerweise auch nicht nötig. Es gibt eine schnellere Variante, genauso wie hier. Beim Datum und das Datum extrahiert haben, können wir auch hier einfach das Ganze mathematisch betrachten, indem wir uns ja einfach hier diesen Zahlencode heranziehen und von diesem Zahlencode hier den Kommaanteil extrahieren. Das macht die Funktion Rest. Das ist nochmal raus. Gehe also hier auf die Funktion Rest, gehe auf Formeln, Mathematik und Trigonometrie, rufe hier die Funktion Rest auf, übergebe ihr hier meine Zahl. Und wenn ich jetzt das Ganze mit 1 das Ganze dividiere, dann bekomme ich hier meinen Dezimalanteil. Und das ist, wie gesagt, in dem verbirgt sich, das ist der Code für unsere Uhrzeit. Gehe auf OK. Und hier hätte man das natürlich wesentlich eleganter gelöst als hier mit der Funktion Zeit und dann das Datum, die Uhrzeit neu zusammenbauen. Ja, das haben wir jetzt konvertiert. Gehen wir jetzt hier nochmal in eine weitere Spalte. Hier wollen wir, bisher haben wir eigentlich immer nur Zahlen in Zahlen konvertiert. Wir haben quasi neue Zahlen erzeugt, die andere Sachen darstellen, entweder nur das Datum oder nur die Zeit. Wir können aber auch Text in Text konvertieren, quasi Text erzeugen.
Und das wollen wir hier machen. Ich will quasi hier so einen Text erzeugen, der sich dann dynamisch aus den einzelnen Datumsbestandteilen zusammensetzt. Also wir befinden uns in der 20. Stunde des 7. Tages des 11. Monats im Jahr 1977. Ja. Und dieser Text ist quasi dynamisch. Das heißt, ich kann das hier mit dem Datum verknüpfen und dann zieht er immer die aktuellen Werte aus diesem verknüpften Datum heraus. Ja, wie geht das? Wir machen einfach hier die Funktion Verketten, rufen wir auf, gehen also hier auf Fummeln, dann auf Text, dann rufen wir die Funktion Verketten auf und schreiben jetzt den ersten Text rein. Jetzt habe ich mich hier verklickt. Gehen wir hier nochmal rein. Hier oben Text Verketten und Anführungsstrichen. Bei Hochwechsel macht automatisch. Wir befinden uns in der Leerzeichen. Jetzt brauche ich hier die Stunde. Also rufe mit der Funktion Stunde, ziehe ich mir die Stunde als Zahl raus. Stunde. Bekomme jetzt hier die Stunde als Zahl herausgegeben. Man soll noch eins drauf addieren. Ja, 20 Stunden, ja, 19 Uhr, wäre 20 Stunde. Jetzt geht es hier weiter und ergänzen hier noch Punkt Stunde am und gehen jetzt wieder hier unten rein, rufen jetzt hier die Funktion Tag auf und ziehen uns den Tag hier aus dem Kalender raus. Befinden uns in der 20 Stunde am 7. Tag. Das fehlt jetzt hier unten auch nochmal vorschau am 7. Tag, also wird noch ein Punkt. Tag des weitergehen. Monat. Des 11., also auch wieder erweitern. Monates im Jahre. Leerzeichen. Steuerung V. Ah, das ist schlecht. Was haben wir hier? Das hier kopieren. Das wäre jetzt das Jahr. Im Jahre 1977. Und wir können noch einen Punkt hinzufügen. Hier unten. Und hier sieht man schön die Vorschau. Ja, wir befinden uns in der 20 Stunde am 7. Tag des 11. Monats im Jahr 1977. Wenn die Vorschau passt, gehen wir auf OK und erzeugen jetzt diese Texte dynamisch jeweils aus dem zugehörigen Datumswert. Na, ganz praktische Geschichte. Ja, Sie müssen aufpassen, jetzt hier, wenn Sie um 24 Uhr haben oder 0 oder 23 Uhr, dann sind Sie in der 24. Stunde. Ja, kann man eigentlich auch sagen, ja, macht eigentlich auch Sinn, kann man auch dabei 23 Uhr machen, würde auch da noch funktionieren. Ja, so viel dazu. Nochmal der Hinweis, ich habe mir hier wirklich jetzt neue Werte erzeugt, zum Teil aber auch formatiert. Wenn ich hier mal auf Standard gehe, dann sehen wir jetzt hier, was sich wirklich drin verbirgt. Ja, das sind quasi dann die Inhalte dieser Zellen. Ich habe aus diesen Werten neue Datensätze gemacht. Gehen wir auf rückgängig. Und im nächsten Schritt möchte ich dann hier mal Zeitverschiebung mir anschauen. Nun, ich möchte hier quasi 3 Tage in die Zukunft springen, also jetzt und 5 Stunden, also quasi 3 Tage und 4 Stunden aufaddieren und damit eine neue Zeit erzeugen. Und wie macht man das? Wir erinnern uns, mit Tagen ist eigentlich kein Problem, was Datum angeht, weil ja die Grundeinheit E-Tage ist. Ja, und 5 Stunden lassen sich ja einfach in Excel-Zeit umrechnen. Also ist hier die Operation relativ simpel gehalten. Ich gehe auf Ist gleich, nehme hier mein Startdatum und addiere einfach 3 Tage hinzu. Plus, jetzt aufpassen, jetzt muss ich noch die Uhrzeit hinzu addieren. Und da sage ich einfach plus 5 durch 24 durch, nee, das war schon 5 Stunden nicht, das genügt, sonst waren keine 5 Minuten. Gehe auf Ende, also plus 3 steht für die Tage und plus 5 durch 24 wäre jetzt ja die Stunden, die drauf addiert werden. Die muss ich natürlich dann in die Excel-Zeit umrechnen, was ich beim Tag nicht machen muss, weil der Tag ist ja eh das, in was jetzt Excel die Datumswerte zählt. Gehe auf Enter. Na, hier noch. Enter und hier sehen wir jetzt das Datum, das wäre jetzt der 11.11.1977. Wir sind quasi noch 3 Tage nach vorne gegangen.
aufpassen, dass man könnte jetzt denken, das sind 4 Tage, aber die sind einfach an der Uhrzeit, die kommt auch noch mit ins Spiel. Und wenn ich auf 19 Uhr quasi hier nochmal 5 Stunden drauf addiere, dann bin ich im nächsten Tag schon drin. Deswegen kann man dann im Prinzip nicht den 10.11., sondern bereits dem 11.11. Ja, das ist eben das Schöne, wenn Sie sowohl die Uhrzeit als auch das Datum betrachten können. Und so weiter, machen wir mal eine Stichprobe hier. Also am 28.01.2003, wenn ich ja 3 Tage drauf addiere, bin ich quasi schon am 1.2. drin. Und wenn ich da 5 Stunden auf die 19 Uhr drauf, auf die 23 Uhr drauf addiere, dann bin ich irgendwo dann bei 4 Uhr am nächsten Tag angelangt. Ja. Und das weise ich natürlich auch hier wieder auf den 1.2. aus, weil normalerweise hätte man noch im letzten Januar lernen können, im letzten Januar landen können, wenn man nur die Tage betrachtet hätte. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil wir jetzt hier ein Jahr abziehen sollen in 25 Minuten. Gut, die Zeit ist nicht so schlimm, die Uhrzeit, aber das Jahr, weil dann wir natürlich nicht im Unterschied zu den Tagen wird in Jahren nicht gerechnet. Ich muss quasi hier das Jahr anders einbauen in die ganze Rechnung und da gehe ich folgendermaßen vor. Ich ziehe mir hier einfach das Datum raus, ähnlich wie wir es vorhin schon gemacht haben. Die einzelnen Bestandteile. Gehe also hier auf Einfügen, Formeln, hier Formeln, dann Datum, Uhrzeit, rufe hier die Funktion Datum auf. Hier und baue mir jetzt hier das Datum zusammen, indem ich die Funktion Jahr aufrufe. Ziehe mir hier das Jahr aus dem als Zahl aus diesem Datumswert raus und ziehe da jetzt minus 1 ab. Also das ist die 677, die 76. Kopiere mir das Ganze wieder. Steuerung C, Steuerung V. Mache aus dem Jahr einen Monat. Und hier einen Tag draus. Und so erzeuge ich jetzt ein neues Datum, wo wir jetzt quasi ein Jahr in der Zukunft sind, aber ein Jahr höher sind. Ja, plus 1. Und da jetzt muss ich hier noch die Uhrzeit ergänzen. Und hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht alles doppelt mache. Also muss ich einfach noch sagen, ich muss jetzt die alte Uhrzeit, die ist ja jetzt hier weg. Die habe ich ja eliminiert. Die muss ich mir jetzt noch wieder rausholen. Ich einfach sage Plus und über die Funktion Rest kann ich mir jetzt noch die alte Uhrzeit besorgen von meinem Zeitwert. Gehe also hier auf Rest, hole mir hier meinen Zeitwert ran. Und dividiere das Ganze durch 1, ich bekomme jetzt hier die 0, und noch was. Die addiere ich jetzt wieder auf und muss allerdings von dieser Uhrzeit, die ich jetzt noch hinzufügen will, 25 Minuten abziehen. Also dann hier dahinter minus 25 durch 24 durch 60, Enter. Und hier sehen wir jetzt unser neues Datum. Wir haben quasi ein Jahr abgezogen, sind also hier bei, ach nee, Minus muss man eigentlich machen, das haben wir auch gemacht, ja. Bei 76 und bei der 25 Minuten haben wir hier auch abgezogen. Da sind wir dann quasi bei 15,54, dann bei 29 und 25 Minuten, besser, genau, 25 Minuten abziehen. Also hier sieht man nochmal schön, hat super funktioniert. Ja, Sie sehen das, was wir vorhin gemacht haben, wo wir das so auseinandergezogen haben, könnte man fragen, wozu ist das gut? Aber hier sieht man jetzt, für sowas kann man das einfach einsetzen. Ja, wenn Sie jetzt meinetwegen hier diese Datumswerte irgendwie verschieben wollen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Gehen wir hier weiter. Und zwar hier sollen wir jetzt einen Monat drauf addieren, einen Tag, 5 Stunden und 10 Minuten abziehen. Machen wir das einfach, gehen hier wieder auf ist gleich, dann rufen wir die Funktion Datum auf, gehen dann hier auf den Assistenten und rufen jetzt hier die Funktion Jahr auf. Holen uns hier den passenden Zeitwert dazu. Das Jahr bleibt gleich. Das kopieren wir uns einfach jetzt hier unten rein. Und machen aus dem Jahr einen Monat. Und beim Monat sollen wir quasi einen aufaddieren. Also aus der 11 wird dann 12, also plus 1. Achtet darauf, dass Sie wirklich nach dieser Funktion die plus 1 dazu schreiben. Weil die Funktion Monat liefert quasi erstmal die 11 als Zahl. Und jetzt kann ich auf die 11 im Nachhinein quasi noch 1 drauf addieren, bekomme somit so 12. Selbe jetzt mit dem Tag, klicke hier rein und ziehe jetzt noch einen Tag ab. Jetzt müssen wir das Ganze in der Uhrzeit uns anschauen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf Plus, rufe hier die Funktion Rest auf
hole mir da meinen Zeitwert, dividiere den durch 1, damit ich wirklich nur die Uhrzeit bekomme. Ja, sonst würden Sie, wenn Sie jetzt das weglassen würden, also die Funktion Resten, einfach nochmal den Zeitwert nehmen würden, würden Sie das Datum doppelt drauf addieren. Wollen wir natürlich nicht, wollen quasi nur die Uhrzeit wieder hinzufügen, müssen allerdings von der Uhrzeit noch 5 Stunden drauf addieren, 10 Minuten abziehen. Gehen also hier auf plus 25 durch 24 minus 10 durch 24 durch 60. Gehen auf Enter und sehen jetzt hier den neuen Wert. Wir haben quasi hier einen Monat drauf addiert, also 11 für 12, das passt. Wir haben einen Tag abgezogen. Hat sich erstmal nichts verändert, liegt vielleicht an der Uhrzeit, also es bleibt bei 7. Schauen wir mal. Wir haben auf 19 ja, wieder 5 Stunden drauf addiert und daran sehen wir, warum wir bei der 7 sind. Wir waren quasi bei der 6, ja, aber da schon mal die Uhrzeit mit der Uhrzeit den nächsten Tag reinkommen, sind wir wieder bei der 7. Ja, das ist eben das Schöne, wenn Sie das so betrachten, dass das eben ziemlich genau funktioniert. Ja, das ist eben auch wichtig, dass man es nicht völlig voneinander losgelöst betrachtet. Machen wir eine zweite Stichprobe, zum Beispiel hier diesen Wert. Also hier haben wir quasi jetzt einen Monat drauf addiert, aus 1 wird 2, das passt. Wir haben einen Tag abgezogen, aus 3 wird 2, passt auch. Wir haben hier 5 Stunden drauf addiert, aus 13 wird 18. Und Minuten haben wir quasi 10 abgezogen, also aus der 13 wird dann hier die 3. Ja, sieht man, das hat gut funktioniert. Also so können Sie mit dieser Methode können Sie quasi Zeitverschiebungen theoretisch machen, um halt ganze Zeitwerte in eine andere Richtung zu verschieben. Ja, das Ganze kann man aber rückgängig machen, also was heißt rückgängig, zurückrechnen, das wollen wir hier mal machen. Ich möchte quasi hier die Differenz neu ermitteln, ja, die wir hier haben. Hier mit den Tagen und den 5 Stunden. Und ja, machen wir das einfach mal. Dazu ermittle ich zunächst erstmal die Tage, geht es hier also auf ist gleich. Und rechne mir die Differenz hier aus, also einfach dieser Wert minus dieser Wert. Gehe auf Enter und bekomme jetzt hier meine 3 Tage sofort raus. Es ist entsprechend schon vorformatiert und auch die 5 Stunden entsprechend. Ja, wenn wir nochmal schauen, das ist dann dieser Wert, den ich rauskriege und den kann ich dann so formatieren, dass mir wirklich dann die 3 Tage und die 5 Stunden entsprechend anzeigen, indem ich dann hier diese Formatierung auswähle. Hier irgendeine 4 Tage und 5 Stunden, das war diese hier. Ja, so können Sie das entsprechend formatieren. Sie können das natürlich aber auch, wenn Sie das Ganze nicht als die Differenz nicht als Datum aus, also als Zeitwert ausdrücken wollen, dann kann ich das auch extra rausschmeißen. Das machen wir dann hier hinten. Ja, machen wir jetzt das mal weiter und lassen das mal hier als Zeitwert stehen. Das geht natürlich mit der Funktion ddiff, kann man das aber auch machen. Man muss nur beachten, wenn Sie mit der Funktion ddiff arbeiten, das mache ich jetzt mal hier in dieser Spalte, da ist es nicht mehr ganz genau. Normalerweise war das hier vorgesehen. Ich tue das nochmal kurz hier vielleicht. Hier steht, das ist, hier soll man die Funktion ddiff einsetzen und hier ohne ddiff arbeiten. Gehe also mal auf ist gleich und rechne einfach hier dieser Wert minus diesen Enter. Allerdings haben wir ein Problem, darauf will ich jetzt auch hinweisen, dass die hier an die Grenzen kommen, weil die natürlich nur das Datum betrachtet. Aber probieren wir das einfach mal aus und zeigen mal hier das Problem entsprechend auf. Wir gehen also hier auf ist gleich, geben hier ddiff ein, dann Klammer auf, zweimal Semikolon, schließen die Klammer und gehen dann in Assistenten und geben hier den Startwert ein. Das ist dann dieses Datum, das ist kleiner. Wir rechnen quasi hier das zurück, also dieses Datum. Das ist aber, nee, das ist falsche. Das muss das kleinere zuerst sein. Also dieses, hier haben wir was drauf addiert. Dann gehen wir hier rein und noch das Format, also die Differenzformat angeben, in Anführungsstrichen D für Tag und kommen dann hier halt auf 4 Tage. Ja, die sind einfach darum, sobald wir den nächsten Tag reingesprungen sind, rechnen natürlich 4 Tage aus. Das könnte man natürlich wieder mit einer Wenn-Funktion und so weiter abfangen. Aber gut, tun wir noch die Uhrzeit uns hier in dazu schmeißen. Die müssen wir natürlich auch noch getrennt betrachten, müssen erstmal rechnen, plus und rechnen jetzt die Differenz zwischen den beiden
Uhrzeiten aus, also Rest, Klammer auf, minus Rest, Klammer auf, Klammer zu. Und klicken hier rein und holen uns jetzt hier die Startzeit. Das wäre dann diese hier durch 1 dividiert und hier drüben, das wäre dann diese Zeit durch 1 dividiert. Gehen auf OK. Also die Uhrzeit stimmt dann wieder. Ah, okay, nee, dadurch, dass man das, ich sehe gerade, wenn wir jetzt hier die Uhrzeit mit ins Spiel bringen, dann wird das wieder auskorrigiert, sehe ich gerade. Hätte ich beinahe, hier habe ich es ein bisschen anders gemacht, deswegen ist hier noch falsch angezeigt. Also wenn Sie hier die Uhrzeit mit ins Spiel bringen, tun wir das nochmal uns anschauen, ob wir hier vielleicht auch noch Fälle haben, wo es nicht geht. Müssen wir hier mal wieder was einblenden. Nee, passt super. Also wenn Sie auf diese Art und Weise die Uhrzeit wieder mit ins Spiel bringen, wie ich es hier gemacht habe, dann können Sie sogar diesen Fehler, den DDIF hier geht, wieder korrigieren. Ja, das ist super, dass es geht. Ich finde allerdings diese Variante in dem Fall besser, weil ich das für mich logisch ist, natürlich in einem Aufwasch betrachten. Ja, jetzt schauen wir uns mal die andere Sache an. Das hier zurückrechnen hier mit minus in Jahren, 25 Minuten, das ist ein bisschen komplizierter, weil wie gesagt, wir haben jetzt es hier mit dem Fall nicht mehr mit Tagen zu tun, denn sagen wir mit Tagen arbeiten, wie man hier sieht, das ist relativ simpel. Ja, beim Jahr wird schon ein bisschen was anderes. Und hier wollen wir das Ganze einfach mal ausgeben, indem wir ja, das Ganze jetzt hier mal nicht als Datum ausgeben, sondern wirklich jetzt als einzelnen Text, ja, den wir, also als einzelnen, ja, doch Text, ja, wo wir quasi Differenzen einbauen. Und da gehe ich folgendermaßen vor, gehe jetzt hier auf Verketten, auf Formeln, dann auf Datum Text, dann Verketten. Und breche zunächst das Datum aus, die Datumsdifferenz. Also hier in Jahr, also aus Minus. Klicke jetzt hier unten rein und rechne jetzt das Datum aus. Das kann ich versuchen wieder mit DDIF zu machen. Also Date, DIF, Klammer auf, Semikolon, Semikolon, Klammer zu. Gehen Assistenten, muss aufpassen, jetzt das kleinere Datum. Das ist jetzt in dem Fall dieses zuerst. Das größere ist dieses. Und wir wollen die Differenz haben in Jahren, also Y. Gehen zurück auf Verketten, bekommen jetzt hier die 1, das sieht gut aus, minus 1. Und weiter Text hinzufügen. Jetzt wollen wir hier noch raus haben, hier unten die Stunden, die Minuten, also und Leerzeichen und Leerzeichen. Und rechnen jetzt die Uhrzeitdifferenz aus. Und das können wir einfach über die Funktion Minute machen. Klammer auf, Klammer zu. Und rechnen jetzt hier in dieser Funktion Minute einfach die Zeitdifferenz zwischen beiden aus. Also das wäre das minus dem. Gehen zurück auf Verketten. Oh, hier habe ich noch ein Problem. Gehen nochmal zurück. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Ja, müssen aufpassen, wegen, dass wir nichts Negatives rauskriegen. Das Größere, ach so, das Größere und das Kleinere, da haben die Reihenfolge vertauscht. Darf nicht negativ werden, das bitte beachten. Also das minus dem, genau, die 25, gehen zurück auf Verketten, klicken hier unten nochmal rein und hauen da hinten noch die Minuten dran, also Leerzeichen, Minute. So, also minus ein Jahr und 25 Minuten. Ach so, das Jahr fehlt noch, das können wir noch ergänzen hier ein Jahr und 25 Minuten. Und so habe ich mir, kann ich mir auch wieder die Differenz ermitteln auf diese Art und Weise. Ja, also hier über DDIF kann ich mir jetzt hier wieder die Jahresdifferenz ausrechnen und über
die Funktion Minute, rechne einfach die Zeitdifferenz aus und ziehe mir halt dann den Minutenanteil heraus. Ja, so kann man das im Prinzip auch machen, aber ein anderer Weg, wie man hier die Differenzen ermitteln kann. Und man sieht ja auch, kommt überall dasselbe raus, also haben wir das zumindest für diesen Datensatz funktioniert diese Methode. Nun, das Rückrechnen von Zeitdifferenzen ist nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, wenn man jetzt mehrere Zeitverschiebungen auf einmal hat, zum Beispiel hier, wenn wir das jetzt mal zurückrechnen wollen, hier haben wir plus einen Tag, plus einen Monat, minus einen Tag, plus 5 Stunden, minus 10 Minuten. Das Ganze in einer Zelle zu verarbeiten, wie das hier in der Vorlage der Fall ist, also hier, ist relativ unübersichtlich. Deswegen werde ich zunächst das mal das, jede Zeitdifferenz einzeln betrachten und danach das Ganze in einer Zelle fusionieren. Das heißt, ich baue mir jetzt hier mal ein paar Hilfsspalten ein, die ich dann wieder lösche. Und hier möchte ich den Tag drin haben, also die Monatsdifferenz, hier die Tagdifferenz, hier die Stunde und hier die Minute. Fangen wir also zunächst an, den Monat hier raus zu extrahieren. Ich werde mal hier das bisschen ausblenden, um noch das etwas zusammenzufügen. So, möchte zunächst, dass ich hier, wenn ich jetzt dieses Datum habe, Moment, und hier tun wir es auch nochmal ausblenden, um uns hier wirklich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Also hier ist quasi mein Ausgangsdatum, dieses oder jenes, die sind beide gleich. Hier ist quasi das Datum, was ich verschoben habe, und jetzt möchte ich diese Zeitdifferenz wieder zurückrechnen. Zunächst möchte ich hier auf den Monat kommen, dazu gehe ich hier auf hier drüben rein und rechne einfach die Datumsdifferenz aus und ziehe mir dann den Monat raus. Gehe also hier auf Formeln, dann auf die Funktion Datum und Zeit, rufe die Funktion Monat auf, die ist hier, und rechne einfach die Datumsdifferenz aus. Damit ich kein negatives Datum bekomme, nehme ich hier das größere Datum, also dieses hier, und ziehe das kleinere ab und bekomme jetzt hier den Monat raus. Die Formatierung noch ändern. Wir haben noch die alte Formatierung drin. Das können wir gleich insgesamt machen. Gehen auf Start und setzen das hier auf Standard. Haben wir überall die 1. Es empfiehlt sich, das nochmal zu kontrollieren, ob es wirklich für alle Werte gilt, die wir jetzt hier haben. Kann durchaus sein, dass wir da irgendwo noch das ins neue Jahr reinkommen oder so, dass das nicht ganz ausgeht. Gehen wir mal auf Einblenden. Und hier könnte man auch nochmal filtern, um zu gucken, ob noch irgendwelche anderen Werte auftreten. Nein, es kommt überall 1 raus. Also das hat funktioniert. So, also um jetzt hier den Tag zu ermitteln, müssen wir folgendermaßen vorgehen. Zunächst ermitteln wir erstmal hier die Differenz zwischen den beiden Datumswerten und extrahieren uns daraus den Tag, ähnlich wie wir das hier gemacht haben. Gehen also hier auf ist gleich und rufen die Funktion Tag auf, Klammer zu, gehen in den Assistenten und ermitteln die Differenz zwischen den beiden Datumswerten und jetzt ziehen wir jetzt hier den Tag raus. Und wenn wir das so machen, dann stellen wir fest, er kommt genau von der anderen Seite. Ja, also wir haben ja hier eine, ich habe hier mal eine Verschiebung eingebaut von minus 3, um das noch ein bisschen zu erhöhen, Unterschied festzustellen. Und wenn wir quasi das Ausgangsdatum wählen, dann müssen wir einfach die Gesamtanzahl der Monate nehmen, die Gesamtanzahl der Tage des jeweiligen Monats und dann das hier abziehen und dann kommen wir hier auf unsere entsprechende Differenz. Ja, wie macht man das? Ganz einfach. Wir gehen hier nochmal rein und rufen hier nochmal eine weitere Funktion auf, die müssen wir uns vorschalten, um dass die, wir ermitteln jetzt quasi die Gesamtanzahl der Tage des jeweiligen Monats und das macht die Funktion Monatsende. Die finden wir hier. Und wir müssen ein Ausgangsdatum definieren, das ist dieses. Und wenn wir jetzt quasi in diesem Monat bleiben, dann ermittelt uns diese Funktion einfach ausgehend von diesem Startdatum einfach das Monatsende. Und das Startdatum wäre in dem Fall der 7.11. Ja, und am Monatsende wäre dann der 30.11. Ja, wenn Sie das, das kann ich auch einfach mal beweisen, indem ich hier einen Screenshot mache. Gehen wir hier auf Neu. Mache hier einen Screenshot und wir geben das dann mal ins Excel ein. Bevor wir allerdings das machen, müssen wir hier noch ein Minuszeichen einbauen, damit wir hier das entsprechend auch berechnen können. Aufpassen, wenn wir jetzt hier auf Tag gehen, dann kriegen wir hier 27. Hier bekommen wir das Ganze als Datum ausgegeben. Hier müssen wir uns noch den Tag rausziehen. Also gehen wir, schreiben noch die Funktion Tag außen drumherum. Und
Und so gibt er uns quasi hier 30 Tage, damit können wir quasi die Anzahl der Tage des Monats ermitteln. Ja, also das wären quasi 30 Tage für den Monat November. Gehen wir auf OK und bekommen jetzt hier die Differenz aus. Ja, jetzt war ich noch den Beweis schuldig, das mache ich mal hier einfach mal hier mit rein. Gebe mal hier einfach jetzt den Datumswert ein. Also das wäre dann hier 28.436 und das wäre dann das Datum hier, das wäre dann 28.459, 28.459 und jetzt tun wir das Ganze mal als Datum formatieren oder ja, gehen wir hier auf Datum kurz und das meine ich eben, das ist eben der 7.11. und das wäre dann der 30.11. Der geht dann quasi um den letzten des Monats zurück. Und wenn ich auch darum mit der Funktion Tag drüber gebe, kann ich damit die Anzahl der Tage eines Monats ermitteln. Das ist eben immer das Problem, wenn wir hier mit Datumswerten rechnen, dass einfach die Tage im jeweiligen Monat variieren können und daraus lässt sich das nicht so ohne weiteres umrechnen. Das ist halt immer ein bisschen kompliziert. Ja, und deswegen muss ich das auf diese Art und Weise dann rückrechnen. Zumindest ist mir jetzt keine eingefallen, die jetzt leichter ist. Also wer da jetzt eine Idee hat, wie man das noch leichter hinkriegt, bitte schreibt es in die Kommentare. Mir ist da im Prinzip nur diese Methode eingefallen. Ja, jetzt gehe ich weiter, mache ja noch die Stunde, rechne quasi die Stunde aus. Hier tun wir einfach die Zeiten betrachten. Dazu können wir einfach hier die Funktion Stunde aufrufen. Gehen wir hier auf Formeln, gehen hier auf, wo haben wir es, Datum, Uhrzeit, rufen die Funktion Stunde auf und rechne Differenz aus. Also plus 5, das wäre dann das minus das. Da kommt hier 4 raus. Und hier müssen wir einfach noch eins drauf addieren. Das Ganze natürlich wieder als Standard formatieren. Und addieren einfach dann hier noch eins drauf plus eins und bekommen dadurch wieder die Differenz zurück. Wie gesagt, das geht sich eben nicht ganz aus, weil wir eben hier mehrere Zeiten haben. Da müssen wir ein bisschen korrigierend eingreifen. Und bei der Minute können wir auch wieder ähnlich vorgehen. Gehen hier auf Formeln, dann rufen wir hier Datum Uhrzeit, die Funktion Minute auf. Und müssen aufpassen. Ja, würde ich empfehlen, dass wir hier einfach diese Differenz wählen. Nein, bleiben logisch. Also das minus dem, da kommen wir jetzt hier auf 50 und in dem Fall muss ich jetzt einfach wieder die Gesamtminuten, also immer wenn es minus ist, muss man halt im Prinzip hier quasi von den Gesamtminuten, die es gibt, dann einfach das abziehen, dann bekommt man wieder auf die Differenz. Also 60 minus Enter. Das Ganze wieder als Standard formatieren. Und hier haben wir wieder unsere 10 Minuten als Differenz. Ja, ich kann es ja noch korrigieren. Ich hatte hier nochmal spaßeshalber hier nicht minus einen Tag abgezogen, sondern 3 Tage, um als hier eine höhere Differenz zu bekommen. Ich würde wieder korrigieren, gehe jetzt auf minus einen Tag und dann sieht dann klappt das auch wieder hier. Ja, es empfiehlt sich auch immer ein bisschen zu gucken, ob es wirklich für alle Werte gilt. Ja, also hier ist es, bekommt nur eine Differenz raus, nämlich 5 Stunden. Hier im Prinzip auch nur eine Differenz 10, hier eine Differenz 1 Tag und hier auch nur eine Differenz von 1. Wie gesagt, das muss man ein bisschen kontrollieren, wenn man so eine Aufgabe bekommt, dass zumindest, dass wenn man die Formel aufstellt, dass es wirklich für alle Werte in dieser Tabelle dasselbe rauskommt. Ja. Jetzt könnte man das Ganze nochmal zusammenfassen in eine Formel wie in der Vorlage. Ich möchte jetzt das nicht getrennt berechnen, sondern in einer Zelle mit der Funktion verketten kann ich mir einfach jetzt so einen kleinen Textstring erzeugen, wo dann einfach die Differenz der Tage oder die Zeitdifferenz entsprechend zusammengefasst wird. Machen wir das einfach mal. Ich muss plötzlich hier mal das Ganze wieder zusammenklappen, um die Vorlage besser zu sehen. Jetzt klappe ich hier meine Tabelle zusammen, gehe auf Ausblenden und fasse jetzt die Formeln hier zusammen, die ich jetzt hier mal schon mal überlegt habe. Die könnte man sich theoretisch jetzt auch kopieren. Wenn man so will, gehe ich einfach hier auf Kopieren und gehe jetzt hier auf diese Spalte, wo es eigentlich rein soll, das sind ja meine Hilfsspalten, die schmeiße ich dann raus, wenn jetzt diese Spalte hier fertig ist. Gehe auf Formeln, dann auf Text, dann auf Verketten und das war das hier, also minus plus ein Monat, also gebe ich einfach hier ein Plus ein. Dann schmeiße ich hier die Formel rein und schreibe dann dahinter mit Leerzeichen Monat. Komma minus. Jetzt gehe ich erstmal auf OK und habe jetzt hier mal den ersten Text. Jetzt kopiere ich mir von hier drüben die Berechnung für meinen Tag. Ohne ist gleich versteht sich, nur die Steuerung C. Gehe jetzt wieder hier rein in den Assistent.
Klicke unten hin, schmeiße es jetzt hier noch rein, minus ein. Den Text wieder dahinter, Leerzeichen Tag, Komma, plus. Gehe auf OK. Gehe dann hier in die Stunde rein. Kopiere mir das Ganze. Gehe hier drüben rein. Alt Escape, gehe dann wieder drüben rein. Dann auf Verketten. Klicke hier unten rein. Erweitere das um weiteren Parameter. Habe jetzt hier 5. Wieder erweitern und schreibe jetzt hier rein Leerzeichen H, Komma und dann wieder ein Minus. Gehe wieder auf OK und noch die letzte Berechnung wäre jetzt diese hier. Kopieren wir uns das. Steuerung C, klick hier rein, gehe auf Verketten und ergänze das noch, minus 10 und dann brauchen wir noch Minuten. Und das war's dann. Also hier noch Leerzeichen Min. Okay, jetzt haben wir das quasi zusammengefasst hier in einer Zelle. Also die Differenz war plus ein Monat, minus ein Tag, plus 5 Stunden. Und jetzt kann ich das meinetwegen löschen. Jetzt bin ich ja fertig. Wenn das wirklich funktioniert, dann kann ich diese Hilfsspalten hier löschen. Und so können Sie sich eine komplizierte Datenoperation, die vielleicht auf Anhieb schwierig ist, die jetzt hier reinzubauen, einfach lösen, indem Sie das erstmal in Teilaufgaben zerlegen, diese Teilaufgaben lösen und das Ganze dann später zusammenbauen. Wenn das zusammengebaute Produkt funktioniert, können Sie dann die Teilaufgaben einfach oder die Teillösung einfach löschen, also Zellen löschen. Und jetzt habe ich hier die Aufgabe gelöst, die doch relativ kompliziert war, wenn man das jetzt wirklich auf einmal hätte lösen wollen. Machen wir dasselbe hier nochmal. Ich möchte hier das aktuelle Datum ermitteln. Das ist etwas einfacher. Das soll im Prinzip nur in Tagen ermittelt werden, insgesamt dann in Stunden, Minuten und Sekunden. Das können wir einfach machen über die Funktion. Heute würde ich einfach das Alter in Tagen ermitteln. Na, wir können es auch über die Funktion jetzt machen und dann einfach ähnlich vorgehen, wie wir das quasi schon gemacht haben. Wir versuchen das Ganze in dem Fall, weil es doch etwas einfacher ist, gleich auf einmal zu lösen. Gehe also hier auf die Formeln, dann auf Text, dann gehe ich wieder auf Verketten, das finden wir hier und ermitteln zunächst das Alter in Tagen. Dazu gehen wir auf Ganzzahl. Ja, wir müssen ja schauen, dass wir hier die Stundenanteile weg, die Uhrzeitanteile wegbekommen. Und geben hier heute ein. Jetzt. Wobei, ja, jetzt eigentlich. Ja, also wenn wir jetzt die Funktion heute genommen hätten, hätten wir eigentlich die Ganzzahl nicht gebraucht. Und das ist eigentlich sogar eleganter, fällt mir gerade ein. Na, wir machen das mit der Funktion heute, da sind wir eigentlich besser dran. Ich mache auch einfach hier heute, Klammer auf, Klammer zu, minus. Jetzt gehen wir hier rüber und suchen uns hier das Startdatum aus, nehmen wir dieses hier und gehen auf Verketten zurück und fügen jetzt hier an Leerzeichen Tage, Komma. Gehen wir es mal auf Enter und schauen, was da rauskommt. Das ist jetzt hier, ah, hier haben wir doch irgendwie eine Komma-Anzahl mit drin. Das sollte eigentlich, ach so, ja. Was habe ich hier falsch gemacht? Was habe ich hier vergessen? Ganz wichtig, natürlich, wenn ich hier heute aufrufe, dann gibt mir die Funktion heute nur das Datum raus. Aber die Uhrzeit ist ja hier hinten noch mit drin. Ja, also um das jetzt hier zu umgehen, kann ich doch die Funktion Ganzzahl nicht ganz vermeiden. Ich müsste jetzt hier noch vor diesem Datum, wo ich jetzt die Uhrzeit mit drin habe, noch die Funktion Ganzzahl drumherum schreiben, damit mir hier wirklich das Datum extrahiert wird. Gehe jetzt auf OK. Jetzt habe ich erstmal nur die Tage drin. Das ist natürlich mittlerweile mehr geworden, weil diese Vorlage relativ alt ist. Ja, da bitte nicht irritieren. Ja, so ist natürlich noch ein paar Tage hinzugekommen. Ja, jetzt machen wir dasselbe Spiel. Gehen wir nochmal hier rein. Und jetzt für die Stunden. Dazu brauche ich jetzt natürlich in dem Fall die Funktion jetzt. Rufe die Funktion Stunde auf, Klammer zu, gehe in deren Assistenten und rufe hier die Funktion jetzt auf. Die ermittelt mir sowohl das Datum als auch die Uhrzeit. Gehe also auf jetzt minus dieser Wert und ziehe mir aus dieser Differenz die Stunde.
Er zeigt mir keine Vorschau an, weil die Funktion jetzt einen veränderlichen Wert produziert. Also sobald die Berechnung fertig ist, wird einfach die aktuelle Systemzeit immer genommen. Deswegen bekomme ich da leider keine Vorschau. Aber wir gehen erstmal auf Verketten und dann auf OK und bekomme jetzt hier die Zeitdifferenz in Stunden. Um das etwas überprüfen zu können, sollten wir vielleicht hier nochmal uns die aktuelle Zeit ausgeben. Das können wir hier oben machen. Also rufen wir einfach ist gleich jetzt. Klammer auf, Klammer zu und bekomme jetzt hier die aktuelle Zeit 12:06 und minus, das ist dann 19 zurückgerechnet. Also da haben wir im Prinzip dann 16 Stunden. Das macht Sinn. Ja, und hier haben wir halt nur 8 Stunden, wenn wir hier von 3 Uhr anfangen, auch das passt. Ja, gehen wir noch weiter hier rein auf Verketten und müssen jetzt noch die Minuten und Sekunden uns hier rausholen. Also gehen wir hier nochmal rein und ergänzen. Hier das H, dann ein Komma. Jetzt kopiere ich mir das hier oben einfach, weil ich ein bisschen faul bin und schmeiße das hier unten nochmal rein und rufe, ziehe mir jetzt die Differenz in Minuten raus. Minute. Gehe hier nochmal rein und dann Min, Komma und nochmal kopieren. Das Ganze auf Sekunde ändern. Und hier zum Schluss noch ein S eingeben. Gehen wir auf OK. Und das wäre jetzt hier nochmal die Differenz. Also die Sekunden, das sollte man vielleicht hier oben noch die Sekunden mit anzeigen lassen, um das besser überprüfen zu können. Gehen wir hier rein, Benutzer definiert und tun einfach hier noch Doppelpunkt SS hinzufügen. Und würden die Sekunden noch sehen. Also wir haben jetzt hier quasi aktuell 44 Sekunden und 20. Das wäre 24 die Differenz. Das sieht gut aus. Minuten haben wir hier 7. Von 54 zu 7 brauchen wir 13. Ja, auch das passt sehr gut. Und die Stunde haben wir eh schon kontrolliert. Ja. Also Sie sehen, auf die Art und Weise kann man sich hier quasi auch so Zeitendifferenzen ausrechnen. Wir haben es ja ein bisschen vereinfacht. Wir haben die Tage hier insgesamt betrachtet. Das könnte man natürlich auch nochmal aufdröseln, ähnlich wie wir es hier gemacht haben, auf Tage, Monate und Jahre. Aber Sie sehen, es ist nicht ganz so ohne. Ja, und mit der Funktion DDIF, die habe ich hier bewusst nicht eingesetzt, die kann man zum Teil dazu verwenden, muss allerdings beachten, dass die Funktion DDIF die Uhrzeit nicht berücksichtigt. Ja, also die Funktion DDIF ist super, solange Sie reine Datumswerte haben, ohne die Zeit, ohne die Uhrzeit. Aber sobald die Uhrzeit mit ins Spiel kommt, wird es dann schwierig. Da kommen Sie besser, wenn Sie das dann ohne die Funktion DDIF machen. Und das habe ich hier mal vorgeführt an ein paar kleinen Beispielen. Ja, somit ist die Aufgabe erledigt und ich hoffe, ich konnte das hier nachvollziehbar demonstrieren.